Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy X. Tut mir leid, ich bin ein bisschen aufgedreht gerade. Also, wir waren in der letzten Folge dabei, etwas Blitzball zu spielen. Waren auf dem Weg zum Merkursiegel und ja, ich würde sagen, wir machen da jetzt weiter. Völlig egal, ob jetzt noch irgendwelche beim ersten Video der Meinung sind, überspringen oder nicht. So, jetzt sind die Guado Glories dran. Alles klar. So, dieselbe Teamaufstellung wie beim letzten Mal. Fähigkeiten bleiben auch so, wie sie sind. So, wen... Ah, Sphäroschuss, hm? Sehr schön. Hexenschuss X, Anti-Nika. Hm. So, bleiben wir dabei. Auch Sphäroschuss. Ah. Ah, und der kann Hexenangriff X lernen. Okay. Jumal, glaube ich, weniger. Na, Spinball immer nur. Auch er nicht. So. Gut. Dann wollen wir doch mal sehen. Guado Glories waren immer doch recht tough. Schnelle Schwimmer. Aber ich weiß jetzt nicht um ihre anderen Werte, ist auch egal. Nav Guado fängt den Ball. What the fuck? Was soll das? Das ist mein Ball. Jetzt schon Torschuss. Spinnst du oder was? So, Lina hat den Ball gestohlen. Wobei das nicht wirklich gestohlen war, das war einfach nur normale Reaktion auf so eine Frechheit. So, wir passen erstmal wieder an unseren Verteidiger. Und die in diesem Game auch überhaupt was gemacht haben, beziehungsweise in dieser Halbzeit, wenn es gut für uns läuft. So, wir passen mal zu Birucha. So. Ja, die decken sie. Boah. Aber die haben nicht viel Angriff. Okay, das könnten wir so hinkriegen. Shit. Whoop. Ja, wenigstens ist er ausgewichen. Komm schon, komm schon, komm schon. Sehr schön. Wir können wenigstens aufs Tor ballern. Hexenschuss normal reicht. Deutsche Eins für euch. Na los, ihr Guados, ihr Langarmaffen. Na gut, lange Arme vielleicht nicht, aber lange Pfoten. Hexenwasser. Mann. Könntet ihr den aufhalten, bitte? Was? Hä? Er hätte locker aufs Tor schießen können. Na, mir doch egal. So, dann machen wir, denkt. Big Sun, das ist doch einer der Luca Goers Originals. Gut, der will aufs Tor ballern. Komm, nimm ihn den Ball ab. Sehr schön. Und den Torschuss verschwächt. Abgeschwächt, meine ich. Rob, du wirst verfolgt. So, Shami, jetzt bist du mal wieder dran. Hopp. Und jetzt schwimmen. Du Mädchen. die blockt gerade nicht ab. Okay, von mir aus. Wird aufs Tor geballert. Also bis jetzt läuft's gut auf dem Weg zum Merkursiegel. Wir haben bis jetzt 2 von 10 Spielen gewonnen. Und wenn das so weitergeht, gewinnen wir auch das dritte. Sofern ich keinen Mist baue oder die auf einmal durchdrehen. Keine Ahnung. So, Shami hat wieder den Ball geklaut und die hatten, glaube ich, gerade so eine Art Formation gebildet. Eine Reihenformation. Es könnte sie schaffen. Wir versuchen nochmal aufs Tor zu ballern.
Ja, ausgewichen. Schon wieder ausgewichen. Schön. Sehr gut, 3-0. Ihr Guado Glories dürft euch ruhig anstrengen. Schon wieder Schlafpass, hm? Shit, Shami ist eingepennt. Haltet den Penner auf. Schlafschuss. Oh. Ball abnehmen. Danke. Und so nebenbei, wenn ihr schon dabei seid, können wir auch gleich mal Shami aufwecken. Einfach indem wir sie anpassen. So. Der Ball geht zwar dann nicht zwangsläufig an den Gegner, aber in diesem Fall schon. Besser, als dass sie weiter pennt. Schon wieder Schlafschuss. Die wollen mir jetzt unbedingt noch ein Tor reinballern. Aber nix ist. Das könnte eng werden. Nee, wir passen einfach. Oh. Mal einen wählen, der nicht so weit weg ist. Beucha vielleicht. Oh, es ging noch. Das ging noch. Boah. Versuchen mal einen Torschuss aus der Entfernung. Ah. Mal sehen. Ich glaube zwar nicht, dass der reingeht, aber. Ja. Ich habe nur den Torwart getroffen. Pass, ja. Könnt ihr euch schenken? Halbzeit. Hör auf zu schwimmen, Mann. Hm. Wie sieht's bei uns aus? Ah, naja. Birucha. Mehr HP, mehr Physis, sie hält mehr aus praktisch. Ein besserer Torschuss und sie ist besser im Tor geworden. Okay. Shami. Mehr HP, sie hält mehr aus und ein besserer Torschuss. Besser geht's nicht. Okay. So. Tidus habe ich hier automatisch immer im Team. Habe ich aber noch nicht einmal eingesetzt, weil der einfach nichts bringt. Das einzig Gute an dem ist der Jack Spezial und 1 und 2, die er lernen kann. Aber das ist wirklich das Einzige. Von den Werten her taugt der nichts. Ja, taugt der nichts. Rabite soll angeblich einer der stärksten Stürmer sein, wenn er auch gut trainiert wird, aber da ich den nur erst spät bekommen habe und da der auf einem ziemlich geringen Level war, ist der nicht mehr einzusetzen. Deswegen verhindere ich einfach nur, dass den Gegner kriegen, indem ich ihn im Team behalte. Eine leicht arschige Taktik, aber ich finde es okay. Okay, das Jumal. Egal, versuch halt einen Spinball zu lernen, wenn du willst, aber. Okay. Wieder nach Guano am Ball. War wohl nix. Im Grunde, ja, auch Lina hat Evasion, oder Evasion, wie man es nennt, auf Englisch. Im Grunde können wir es uns sparen, jetzt auf Torjagd zu gehen. Wir können einfach nur die ganze Halbzeit jetzt über unsere Spieler anpassen. So. Ist vielleicht nicht die eleganteste Methode, eine Halbzeit rumzubringen, aber was geht mich deren Elend an? Hm.
Die Rutscher verliert die Balance. Kann gefährlich werden, so verliert sie vielleicht eine Fähigkeit für diese Halbzeit, die ich dann erst in der nächsten wieder auswählen muss. Und man merkt, dass die Tore erzielen wollen, die sind ziemlich weit vorne bei uns. Okay. So, wieder zurück zu Quarkan. Ich habe so einen bescheuerten Namen. So, dann wieder zurück zu Birucha. Ob die jetzt einfach mal die Gelegenheit nutzt und nach vorne schwimmt. Habt ihr davon, wenn ihr so weit nach vorne kommt? Idioten. Hoho. Vierte Null. Ne. Ich sollte mich beruhigen. Ach, was soll's. Hexenpass S, ne? Wir haben Hexenangriff X. Vielleicht nicht nötig, weil der nicht mal zweistellig in der Physis ist, aber mir doch egal. Boah. Könnte sogar durchkommen. Ups. Und tschüss. Ey. Okay. Ich muss mich nicht mal wirklich anstrengen, hier um Tore zu schießen. Okay, ich habe mich jetzt entschlossen, nur noch dieses Video hier von den Blitzball Games zu machen. Allerhöchstens noch das, wo ich das Merkur-Siegel gewinne. Denn davon gehe ich mal sehr stark aus. Und dann kümmern wir uns wieder um die Bestia. Jetzt hier 5 oder vielleicht sogar 6 Videos lang nur Blitzball zu bringen, das wäre mir ein bisschen zu blöd. So, vielleicht vergiftet es die anderen Spieler. Nein? Nein? Schade. Aber den Torwart, Neuquado, hat es vergiftet. Los. So. So, die durchbrechen wir wieder und passen dann wieder zu unseren Spielern. So. Daneben. Nochmal daneben. So, Lina. Die Nerven. Blöde Guado. Habt Glück, dass man euch nicht lyncht für das, was ihr alles angestellt habt. So, jetzt nochmal zu Birucha vor. Sehr schön. Nicht eingepennt. Zurück zu Lina. So, einmal passen noch, dürfte durchgehen. Dann hätten wir's. So. Okay. Der Vertrag zwischen Neda und den Luca Gowers ist abgelaufen.
wurde verlängert, okay. 5:0 haben die Bisset Orocs gewonnen, ja, ja. 13:0 die Sykes, die Wands of Fangs und Luca Gomez haben einen Unentschieden. Was jetzt uns gut zugute kommt. Jetzt haben wir 9 Punkte und die anderen, zweiter Platz ist nur auf 7. Okay. Ja, ja. Gut. Ein Spiel machen wir noch in diesem Video gegen die Luca Goers. Oh Gott. Das bleibt ab. Moment. Kann es sein, dass sie eine Fähigkeit eingebüßt hat? Sie hat zwar schon recht viele, aber ich glaube, Anti-Hexe hatte ich jedoch ausgerüstet. Durch das ständige Balance-Verlieren hat sie die Fähigkeit abgelegt. Sphäroschuss, ne? Ja, nimm das Sphäroschuss. Shami kann ihn leider nicht lernen. So, der Rest ist egal. Los geht's. So. Ei. Der hat Evasion, das Schwein. Ich glaube, von dem könnte ich das sogar gelernt haben. Ist ja auch egal. Oh. Die sind immer noch genauso offensiv wie früher. Gut, ich würde sagen, versuchen wir mal einen Hexenschuss X, um deren Statuswerte ein bisschen durcheinander zu bringen. Schade. Hätte ja klappen können. Komischer Torwart. Durin? Sagt mir gar nichts. Schlafschuss, hm? Den Torschuss von Rappa vermindert. Upp. Balance verloren. Schon wieder. Vor allem so schnell. Ah. Upp. Schlafangriff, hm? Und wupp. She shoots. Freut mich das. Anstoß für die Luca Goers. Mal rangekommen, Shami. Ah. Na, ich wollte es gerade sagen, würdet ihr Hexenschuss haben? Versuch's. Shit. Der wird reingehen. Der wird reingehen. Nein! Jimal fängt ihn! Oh! Super! Die haben es gewagt, auf unser Tor zu schießen. Was fällt euch ein? Shit! Ich hätte doch noch näher ranschwimmen sollen. Diesmal haben wir ein paar mehr Verteidiger. Aber die weichen aus, die Schweine. Versucht mit einem Schlafangriff. Sehr schön. Lina hat den Ball gestohlen. Und trotzdem gehen wir uns hier gerade mächtig auf den Sack. Nein!
Okay, die schlagen sich recht verbissen. Oh, scheiße. Komm schon. Sphäroschuss? Oh, nee. Oh nein, der kommt dazu, den auszuführen. Und ich konnte nicht erlernen. Ich hab's gedrückt, ich konnte nicht erlernen. Geht's noch? Nein! Ah. Ihr wollt Krieg? Den könnt ihr haben! Die haben es gewagt, uns ein Tor reinzudonnern! Was fällt euch eigentlich ein? So, Birucha. Ich will mal nach vorne spielen, den Köder. Wenn nicht du wirst schießen. Chami wird schießen. Sofern wir es noch hinkriegen in der kurzen Zeit. Das war es die erste Halbzeit, aber trotzdem. Komm schon, das schaffst du noch. Ausweichen bitte. Oh, oder so. Der muss reingehen. Komm schon. Ja! Ihr Säcke. Ihr Scheißgoers, verpisst euch. Halbzeit. Boah, Chami auf Level 40. Mehr HP, mehr Angriff, mehr... Boah, hier fast von allem mehr. Ist sogar besser im Tor geworden. Gut. Weiter. Uiuiuiui, Birucha hat ganz schön was an Abilities eingeübt. Eingebüßt! Verdammt nochmal. Hexenschuss X. Normaler Hexenschuss ist noch da. Der Spinball ist weg. So. Chami hat noch alles. Okay. Anti-Gift-X. So. Zweite und letzte Halbzeit. Ihr blöden Lugagors. Ihr werdet uns nicht noch ein Tor reindonnern. Könnt ihr abessen. Könnt ihr abessen. Eher hauen wir euch noch eins rein. Oder zwei. Oder drei vielleicht sogar. Kommt drauf an, wie sich mein Größenwahn entwickelt. Manchmal nimmt er nämlich astronomische Ausmaße an. In Ruhe lassen. So, Birucha. Schwimm mal nach vorne und versuch dein Glück. So, schneller bitte, schneller bitte, schneller bitte. komm. Bleib stehen. Boah, sind das wieder scheiße viele und haben alles so viel Angriff. Wir versuchen mal zwei. Und den Hexenschuss X. Boah, schon der... Hallo? Schon die erste klaut mir den Ball? Blöde Kuh. So nicht. Macht's eben Chami. Wie noch Pansen. Ja, Pansen wollte ich sagen. So, und jetzt hauen wir das Ding rein. So. Ab dann, Dreck.
ne? Der kommt nicht an. Der kommt nicht an. Ihr Loser. Ach, ich versuche mal einen Pass. Hexenpass S. Zu Birucha. Ja, ein passendes Charmin nicht so gut. Ich würde sagen, Schlafangriff wäre nicht schlecht. Bringt nur nichts. Boah. Also das Abfangen hast du auch schon mal besser hingekriegt, Bidu-Cha. Lass den ja nicht zum Tor vorkommen. Ja, passt. Okay. Das war knapp, Freundchen. Der wäre fast nicht angekommen. Sphäroschuss schon wieder. Ja, die Torschussverringerung kam leider zu spät. Der schießt trotzdem. 43, ach du Scheiße. Und wieso kommst du nicht ran? Okay, Spinball hat Quarken erlernt. Komm schon, schaffst du. Sehr schön. Wieso konnte ich den Sphäroschuss nicht lernen? Versuch nochmal. So, Bidu-Cha, deine Chance. Schuh überstehst du ja wohl, ne? Dann haust du den Hexenschuss X rein. Bidu-Cha ist vergiftet und mir doch egal. Hehehehe! 4:1, das Spiel könnt ihr abschreiben, Leute. Wie gesagt, 2 oder 3 Tore hau ich ein. Ihr blöden Lukas-Spieler. Jami ist echt das Rückgrat des ganzen Teams. So, einfach mal bahnwitzig draufschießen. Der wird nie ankommen. Ja. Charmy kriegt deshalb immer so viele AP, weil sie immer als erstes dran ist. Und sie die stärksten Aktionen durchführt. Deswegen ist sie auch schon auf Level 40. Hui, Jimal ist ein Level gestiegen und Quarken hat Spinball erlernt. Jimal, mehr Angriff und HP? Boah, der soll mehr Fangen kriegen. FA. Der Vertrag zwischen Nida und Killika Beast ist abgelaufen. Wurde um 18 Spiele verlängert. Zwischen Isken und den Beasts verlängert. Ake Ronzo und den Fangs abgelaufen, ne? Wurde verlängert. Irk Ronzo und den Fangs abgelaufen, wurde verlängert. Boah. Okay, Ronzo Fangs und Killiger Beasts haben wieder unentschieden gespielt. Ward of Glories haben wieder verloren. Und Gargoyles haben verloren. Okay. 5 Punkte Vorsprung. Läuft sehr gut für uns. Gut. 42 Siege. Naja. In Ordnung. Gut. Das war mein 2. von 3 Blitzball-Videos. Im nächsten Video dann werde ich nur noch das Endspiel, also das Spiel Nummer 10, vorführen, in dem ich dann hoffentlich auch das Siegel kriege. Und dann kümmern wir uns im gleichen Atemzug noch um eine schwarze Bestie. Also gibt's auch wieder ein bisschen Action. Also, bis dahin. Tada!